Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cuphead. Ja, wir schauen mal, wen wir uns heute vornehmen und was sagt der hier? Ja, scheiß drauf. Also, ja, im letzten Part haben wir dieses Level da geschafft und einen Boss kalt gemacht. Und weil ich nicht zwei Bosse machen wollte, will ich jetzt mir diesen Piratenboss vornehmen, den ich ja, genau, deswegen extra ausgelassen habe. Captain Briny Bird, um genau zu sein. Okay, in Shooten Loten. Keine Ahnung. Schau doch, was der Alte drauf hat. Ah, das ist er schon. Ja, ja, lacht mir gespasst. Okay, was kann der? Ah, okay, das ist noch so. Wow! Okay, der schießt selber anscheinend auch noch irgendwas. Ja, okay. Und immer dieses Ding von da oben irgendwie. Boah. Okay. Ah, man kann es parieren, das ist gut. Sollten wir auch machen? Ja, Mann. Weil wir haben schon fast die nächsten Karten voll. Kommt dieser Scheiß da wieder an. Aber ich glaube, auch hier ist der selbstsuchende Schuss, glaube ich, ziemlich gut, weil der Typ so weit oben ist. Der trifft man ja sonst gar nicht. Okay, was kommt jetzt? Wow, was ist das? Wow, muss er dem ausweichen, WTF. Wow. Das wird schon ein bisschen viel hier. Alter. Okay. Und diese Kiste da oben ist jetzt die ganze Zeit da, oder was? Sehr nervig. Ja, wartet. Na fuck, ich wollte. Was? Achso, das war irgendwas anderes. Ich dachte, das Parieren-Ding hat mich getroffen. Aber dieses Boot schießt jetzt auch noch. Mehr übertreiben kann man auch nicht. Achso, stimmt ja. Das ist so dieses Unverwundbarkeitszeug. Yo, WTF. Jag. Wie viel ist das bitte? Okay, aber für den First Try. Schon zu dreiviertel geschafft. Kann sich sehen lassen, glaube ich, oder? Not bad. Okay, versuchen wir es gleich nochmal. Wie gesagt, ich bleib bei meinem grünen Schuss, der gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Genau, ich schaue, dass ich jetzt diese Schatztruhe immer ein bisschen besser trigger. Weil ich meine, das ist schon echt nervig. Weil der Typ jetzt auch noch rumballert. Aber okay, also der Boss hat gar nicht so viele verschiedene Phasen in dem Sinne, sondern es kommt halt einfach immer mehr Shit dazu, den du ausweichen musst. So, ja. Aber es geht tatsächlich bisher. Also, was du gesehen hast, finde ich bisher nicht so schwierig, muss ich sagen. Also, ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber, ja. Bisher? Ah, kommt wieder dieser Tintenfisch da. Boah, das ist doch krass, den ganzen Zeug auszuweichen. Das geht doch gar nicht, Mann. Wir machen einfach Unverwundbarkeit, komm. Kann mich mal. Weil es wahrscheinlich auch ein bisschen spät war. Aber irgendwie, ich habe keinen Schaden bekommen, ne? Also, ich bin anscheinend ganz gut ausgeglichen. So. Oh nein, das Boot schießt wieder. Oh. Yo, Alter. Nein, das schießt wieder. Boah, das ist zu fies, ne? Das ist einfach zu viel. Wow, was ist das denn? Was ist das denn? Das ist neu. Das hat er letztes Mal nicht gemacht. Oh, ja klar. Alter, es ist so viel gleichzeitig. Der Typ schießt, da kommen so komische Hunde da noch, dann ist dieses Ding da. Und das Boot schießt auch noch. Also, WTF, ist einfach zu viel. Okay, was jetzt? Wow, okay. Nächste Phase, wie es aussieht. Was sind denn das für Dinger? Wow. Und die bewegen sich richtig ekelhaft. Was? Okay, aber noch ein bisschen weitergekommen tatsächlich. Letzte Phase, ja. Okay, heftig. Boah, richtig kalt. Wow, oh, Mann, ey. Das ist einfach zu viel. Okay, schauen wir das Zeug preparing. Okay. Ah, diese Hunde schon wieder. Die sind irgendwie komisch, aber. Da musst du einfach aufpassen. Oh, das ist so fies, wenn dieses Boot auch noch dazu schießt. Das ist einfach so viel. Ich glaube, man muss schauen, dass man diese Schatztruhe ganz gut triggert. Und dass der immer rechtzeitig runterkommt. Boah, Mann, ey. Das ist Pelle wieder nicht funktioniert, ey. Ich hasse das, ey. Okay, was kommt jetzt? Das ist irgend so ein Hai im Hintergrund. Ich schau mal ab. Wow! Okay, war eine gute Idee. Alter. Okay, was macht der wieder? Ja, jetzt tritt wieder alles gleichzeitig. Okay, aber das Boot heilt. Sehr gut. Das heißt, nächste Phase. Oh, haben wir ab mit diesem Magma-Bällen, Mann. Nee, komm, scheiß drauf. Ich mache halt einfach meine Ulti. Dann kann der mich mal. So blöden Bällen da. Deswegen ist es dreckig. Was macht der jetzt? Der legt irgendwas. Oh, ja, was? Ja, kannst du wissen, ne? Hm. Oh, nee, nicht dieser Scheiß schon wieder. Obwohl, ich finde, diese Hunde sind eigentlich okay. Also. Das Beste ist eigentlich, wenn er diesen komischen Hai macht, weil der kommt irgendwie nur einmal. Och, der ist ja direkt wieder weg.
Aber dieser Tintenfisch ist irgendwie dreckig, weil ich meine, der schießt 1000 Sachen auf einmal. Das hat Perrin mir nicht geklappt. Okay, okay. Also ich glaube, man muss immer diese Schatzkohle da oben triggern, dass die runterkommt. Jetzt gleich mache ich das auch. Genau. Das Ding triggern. Blöden Hunde töten. Ah, die Hunde sind ja schon scharf. Scheiße. Okay, was hat jetzt? Ah nein! Ach komm, oh, nicht der scheiß Tintenfisch, Mann! Junge, schau mal, wie viele schießen. Willst du den ganzen Tag ausweichen? Das geht doch gar nicht. Alter! Ein bisschen gelitten hier, glaube ich. Kratz ab, Mann. Oh, fuck. Okay, jetzt kommen wieder diese Hunde da. Ich glaube, immer wenn er so rumpfeift, dann kommen diese Hunde. Okay, nice. Ich trigger kurz die Schatztruhe, genau. Und dann, ja, das ist ein Scheiß, ey. Aber eigentlich, das bewegt sich immer in so Kreisen. Also man kann es schon irgendwie voraussehen. Okay. Ach, scheiße, Mann. Aua, ich hab's vergessen. Bestimmt, da macht er jetzt diesen komischen Strahl da. Was? Ich bin noch ausgewichen. Okay, Hälfte der letzten Phase. Komm, Alter, den machen wir jetzt. Oh nein, das ist schon wieder dieser scheiß Tintenfisch, Mann. Komm, das ist so unfair. Willst du es allem ausweichen? Und was ist das jetzt? Warum ist es so dunkel? Ja, klar. Warum ist das denn dunkel, Mann? Was soll das? So, jetzt schießt das dumme Boot auch schon wieder. Ja, pfeifen wir. Oh Mann, warum krieg ich immer diesen blöden Tintenfisch am Ende? Das ist scheiße, Mann. Mein Anfang ist eigentlich nicht schwierig, das wird halt immer schwieriger, ja. Okay, ich schalte jetzt auf. Wenn dieser blöde Tintenfisch kommt, dann mache ich jetzt meine Ulti und dann kann der nicht, ganz im Ernst. So, hau ab. Aber ganz im Ernst, das kannst du nicht ausweichen. Warum kriege ich den jetzt gerade immer, kommt der scheiß Tintenfisch als letztes? Meinetwegen, wenn er als erstes kommt, dann ist es nicht so schlimmer, weil er kommt immer als letztes. Mal. Okay, letzte Phase, komm. Okay. Das sind wieder diese komischen Magma-Dinger, oder weiß ich, was das ist, ist mir egal. So, dieses Mal macht er seinen Strahl, ich denke dran. Sehr gut. Boah, es war knapp mit der Schatztruhe, aber es hat funktioniert. So, nochmal triggern. Was macht er jetzt? Okay, nochmal diese Magma-Scheiße. Aber das geht eigentlich, das geht, komm. Ja komm, jetzt macht er diesen... Hallo, das ist voll unfair, die scheiß Schatztruhe, Mann. Oh, ich hasse das aus, ey. Aber egal, Knockout. Geil. Geil, fertig gemacht. Und ziemlich schnell, also das war jetzt nicht so das Problem, der Typ. Ich glaube, wie lange habe ich gebraucht? Ja, Viertelstunde. Ja, der war easy. Aber echt nicht schwer. So, Perry, ja, komm, scheiß drauf. Note, B+. Ja, egal. Wie gesagt, diese Dinger, diese Noten sind mir echt scheißegal. So, also der war auch ziemlich leicht. Nice, es läuft bisher richtig gut in Welt 3, ne? Bisher noch kein Boss, der mich wirklich in die, ja, Inge getrieben hat. Ah, schaut mal, da hinten ist auch noch das zweite Level. Schauen wir mal, was das wird. Wie schwierig das wird. Das andere, das ging ja eigentlich. Okay, es ist irgendwie so ein Hafen oder so. Und so Fischen. Okay. Hä? Achso, diese Fische spawnen hier Infinite oder was? Ja, schaut so aus. Ja, natürlich noch übertrieben, da geht's nicht. Oder vielleicht gibt es auch wieder am Ende, obwohl wir sie nicht von hinten aufkommen. So komisch. Egal, komm. Die Mucke ist irgendwie geil. So ein Coin. Ja, komm, ey. Ja, das ist total unfair mit diesen blöden Fischen. Die spawnen einfach immer direkt vor dir. Weiß ich gar nicht, wo die kommen. So. Boah, ja. So, was ist denn das? Ein Krebs. Kann ich den töten? Hä? Wenn sie keinen Schaden. Man muss da drauf, ich glaube, ich muss da drauf, ja, ja. So, schön parryen, ja, perfekt. Gut, so knapp. Okay, da oben ist die Coin noch. Okay, ich glaube, diese Krebse müssen wir gar nicht killen, die können wir eigentlich eher benutzen. Okay, ah, scheiße, Mann. Dann dieser blöde Fisch. Okay, ich mag schon, das Level, das hat's drauf. Ich finde es total fies, dass diese Fische anscheinend unendlich spawnen. Oha, was ist das? So, diese komischen Dinger da, die nerven auch end. Hat alle ab, Mann, ey, ihr seid so richtig beschissen, Mann. Ah, Mucke ist cool, ey.
So, jetzt kommt gleich. Ah, oh, das ist dieses komische Ding da. Ja, genau. So, das triffst du irgendwie gar nicht gescheit. Und diese blöden Fische halten dich auch immer davon ab. Hallo. Kann ich da bitte mal angreifen? Danke. So, jetzt die Coin. Ach so, ja, man muss sie teleporten oder was? Richtig fair. Obwohl, wartet. Ja, genau, Style für Fisch. So, jetzt ist dieser Typ da unten. Okay. Also, es läuft schon viel besser als beim ersten Mal. So, ja, hätte ich doch mit der Schnauze gehalten, Mann. Da war einfach zu viel Zeug hier. Schau mal, wie viele Fische das sind. Du bist doch von irgendwas safe getroffen. Ja, hallo, was soll das? Mann, jetzt hab ich die scheiß Coin nicht bekommen. Ja, ich muss nochmal zurück. Ich brauch die Coin. So, komm, gib mir her da. Das scheiß Ding. Aber irgendwie spawnen. Achso, ich wollte gerade sagen, es spawnen keine Fische mehr, aber es war wohl eher Glück. Okay, weitergekommen. Was ist das jetzt hier? Wow, was ist denn das für ein Teil? Alter. Kann ich da parieren? Ja. Ja, ja, okay, man kann parieren. Sehr gut. Und das Zwiebeln macht zurück. Oh, lass mich in Ruhe, Mann. Alter, das geht. Was? Was? Da kannst du Blitze schießen. WTF. Okay, Hälfte haben wir jetzt ungefähr. Ah, knackig. Uff. Ja. Die Fische sind halt echt fies, Mann. So, jetzt ist mir auch kein Leben verloren hier, richtig dumm. Alter. Och Mann, ey, das ist aber auch kacke. Diese Fische spawnen immer so gefühlt in dir drin, ja. So, jetzt komm, hol dir die blöde Coin. Ja, ich hatte gerade wieder nicht zurück, weil so ein blöder Fisch ist. Was soll der machen, ey? Wow. Oh, hallo, kann er bitte mal weggehen? Mann, ey, das ist so kacke mit diesen Scheißfischen. So, ja, kommt schon wieder einer. Boah, so knapp. So. Kommt gleich wieder dieser Spinner da, ja, da ist er schon. Boah. So, da konnte man parieren, ne? Ja. Okay. Hä, was? Hä? Was hat mich denn getroffen? Schiebung. Alter, das gibt's nicht. Boah, das war so unnötig. Ja, komm. Hallo, ich hab in die andere Richtung gedingst. Mann. Boah, ich hab schon wieder noch ein Leben, ey. Boah, das war nicht so gut, Mann. So, ja, natürlich wieder ein Leben verloren. Ich bin jetzt aber wieder hier immerhin. So. Dieses Mal, kann man das bitte mal schaffen? Hier. Yeah. Boah, das ist so viel. Komm, ey, du bist von irgendwas immer getroffen. Jetzt die Leine, ey. So. Boah, kann dieser blöde Typ da mal weggehen? Dieser Krebs oder was das ist? Ja, Mann, okay. Der hat schon mal gar nicht so viel Leben. Aber der muss down. So, das hält eine Münze, oder? Ja, aber klar. So, was ist denn das jetzt? Kann man da stehen? Okay, man kann stehen, aber das Ding geht runter. Ist mir aber egal eigentlich. Wow. Okay, weiter, komm. Was ist das? Was ist das? Hä? Hä? Hä, wo geht's denn da weiter? Ist das ein Boss oder was ist das? Hä? Aber da ist doch keine Plattform da drüben. Und auf diesem Holz kann ich auch nicht stehen. Hallo, ist doch mal gut, ey. Oh Mann, ey. Das gibt's nicht. Jetzt hab ich wieder noch ein Leben. Ich kann jetzt gleich in die Tonne hauen, den Scheißversuch hier. Mann. Ja, verpiss dich da. Also ihr seht schon, Leute, ich hab wieder noch ein Leben in dem Versuch hier. Das ist echt etwas bescheiden. Man kann da sich mal verpissen, ne, blöde Depp. Jetzt kommt der scheiß Blitz von dem. Boah. So, dreist. Okay, er kratzt ab, sehr gut. Ja, diese Scheiße hier wieder. Hä? Hey, ja klar, warum ich da nicht drauf oben gelandet ist. So, wieder noch zwei Leben. Also irgendwas trifft dich hier immer, ey. Das sind dumme Fische, die spawnen wirklich immer direkt vor dir. So, kann man den vielleicht hier schon töten, diesen blöden Hummer? Na ja, komm, scheiß drauf. Ich glaube, das ist auch nicht leichter. Boah, Mann, diese blöden Seesterne aber auch. Und dann... wieder Deppen da vorbeilassen. Weiter. So, und jetzt auf diese blöden Sterne da achten, ey. Das kann nicht wahr sein. Ja, genau. So. Oh Mann, ey, dieser blöde Blitz gibt's nicht. Das rafft sich doch jedes Mal. Das ist so mega unfair, Mann. So, jetzt da denken wir zu Dingern. Hä? Kommt doch ein zweiter. Das hat doch eine Änderung gehabt. Egal, komm weg hier. Coin sammeln und weg. So, was kam jetzt? Achso, dieser Scheiß. Okay, das ging aber eigentlich.
Ja genau, ist halt die Frage, wo geht's da hinten weiter, ne? Also da war halt irgendwie nichts. Hier. Hä, wo geht's denn weiter? Achso, man kann da drauf stehen. Was sagt das doch jemand? Lel, okay. Okay, aber jetzt wirst du hier von 1000 Sachen, von irgendwelchen Müll beworfen. Ja, komm, Alter, wie viel ist das? Okay, na, ein bisschen kommt schon nach. Boah, wow, das ist echt schwer, das Level. So. Okay, der Typ kratzt ab, sehr gut. Okay, dann sind wir wieder hier. Also jetzt kommt eigentlich ein kurzer Teil zum Chillen. Ich meine, das mit diesen komischen Tentakeln da ist nicht so wirklich schwierig. Aber gleich wird es halt echt krass, wenn diese ganze Scheiße da auf dich geworfen wird. So, das aktivieren. Dann, was kommt denn da? Das müssen wir uns mal genau anschauen. Also von hinten schießt dieser komische Typ so Perlen auf dich und von vorne wirft er so einen Müll auf einen. Ja komm! Oh Mann! Ey, das ist ja so viel, du kannst ja gar nicht ausreichen. Wow! Komm, Coin! Hallo, hallo! Ich will... Jetzt hab ich die blöde Coin nicht bekommen, Mann! Ah, jetzt sollte ich es gar nicht schaffen, weil wenn ich es jetzt schaffe, hab ich die Coin. Ich muss es eh nochmal machen. Aber vielleicht können wir doch mal schauen, was noch so kommt. Boah, wehe, ich schaff's jetzt. Ah! Okay. Hat sich erledigt. Okay. So, dieses Mal versuche ich darauf zu achten, nicht dieses Ding. Ja, das ist ja da fies, weil wenn man die Coin haben will, muss man halt schauen, dass das Ding aktiviert wird, weil es hat immer so ein kurzes Delay, bis du es wieder aktivieren kannst. Deswegen warte ich jetzt, genau. Und jetzt. Ah, sehr gut. Ja, Coin haben wir. Komm, jetzt können wir es auch schaffen. Boah, es ist viel Shit, den er auf dich wirft. Aber wenn man es abschießt, dann geht's eigentlich. Man kann das meiste zum Glück abschießen. Also ist eigentlich ganz gut. Alter, wie lange geht das? Ist mal Schluss hier? Ja Mann, da vorne ist Schluss, glaube ich. Ja Mann, komm rüber. Yes! Bravo! Alter, also das fand ich echt schwierig, das Level. Das war definitiv das schwerste Level bisher. Uff. Ja? Aber trotzdem relativ schnell geschafft. Ich glaube, so eine Viertelstunde habe ich gebraucht. Also nice, sehr erfolgreich heute wieder. Typ fertig gemacht und so. Sehr schön. Gut, Leute. Also, wie gesagt, ein sehr erfolgreicher Part. Den Piratentyp besiegt. Das Level abgeschlossen. Was will man mehr? Ja, in der nächsten Folge geht es danach hoch zum Mausoleum. Und dann gibt es bestimmt wieder die nächsten spannenden Bosse. Also, bis zum nächsten. Was? Ist das? Egal. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Liebe Cupheads. Haut rein!